Ach, so Geschichte gehen mir immer ins Herz. Da kriege ich immer Wasser in die Augen und einen dicken Hals. Einen dicken Kloß im Hals. So, und es wird Zeit, Oskar im Zug zu besuchen. Also zur damaligen Zeit, wo das rausgekommen ist, war das wirklich schon ein Meisterstück der Animation und Gestaltung. Ich meine, 2002, überlegt euch mal, wie lange das her ist. Wir haben jetzt 2017. Das ist also schon 15 Jahre alt, das Spiel. Meine Güte. Ich bin doppelt so alt. Okay, jetzt fühle ich mich alt. Ein bisschen. Hallo, Oskar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oskar. Nein. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. So, ich darf euch vorstellen, der Schalterbeamte. Sie? Sie wünschen, bitte? Aber Oskar, ich bin es doch, Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Sind Sie der einzige Automat in diesem Zug, Oskar? Seien Sie unbesorgt. Ich wurde dafür konzipiert, nicht nur alle technischen Aspekte, sondern auch den Komfort der Fahrgäste umfassend zu garantieren. So war es nicht gemeint, Oskar. Ich habe keinerlei Zweifel an Ihren Kompetenzen. Oskar, was würden Sie jetzt an meiner Stelle machen? Mein psychischer Mechanismus ermöglicht es mir nur, solche Probleme zu erfassen, die meine eigene Funktionsweise betreffen. Tja. Sie wünschen, Kate Walker? Eine Fahrkarte. Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte, also um wegzufahren. Genau. Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahnabfahrt von Valladolid. Die Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnis im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, vorgezeigt werden.
Genehmigung über die Gesamtheit oder einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmasse zur Verfügung. Erbschaft Vorarlberg. Bestimmung des Objekts: eine Lokomotive mit mechanischem Antrieb, Waggon und sonstigen Elementen sowie dem Zugführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempeln befugten Instanz aufweisen muss, ermöglicht dem Träger dieses Dokuments frei über den oben genannten Gegenstand zu verfügen. Uff. Formular AZ-654. Naja, zum Glück ist es nicht der Passierschein A38. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valladolid. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Eigentlich hätten Sie noch Sheldon nennen können. Vielleicht der Großvater dazu. Wer weiß das schon? Oder ein entfernter Verwandter, ein Oscar, ja Quatsch, ein Onkel. Oh, ey, meine Zunge. So, wir müssen also noch stempeln lassen. Und wenn wir dann zurückkommen zum Bahnhof, sind wir auch schon fast weg. Wenn wir hier fertig gejoggt sind, passt sie noch viel besser ins kleine Schwarze. Nein. Approve. Zu Englisch approve. Oder auf Deutsch genehmigt. Und es ist immer noch 2. Faszinierend, es vergeht keine Zeit hier. The Magic Village of Valladolid. Diese Eingangstür ist einfach so genial. Den Rest knusper ich, wenn die Aufnahme durch ist. Du musst nämlich heute noch rendern. Nachdem ich die letzten Tage mit Folge 15 von Firewatch so viel Ärger hatte wegen dem Abspann. Ich habe das jedes Mal hochgeladen und dann gesehen, nö, du hast doch noch ein Fitzel übersehen. Scheiße war's. So. Wir haben die Genehmigung. Wir haben die Fahrkarte. Ich glaube, wir müssen den Zug nur aufziehen. Dazu müsste ich aber das Gleis wechseln. Deswegen. Die Melodie, die im Hintergrund gepfiffen wird, wird später noch interessant. Das ist der Inhalt einer meiner liebsten Sequenzen in diesem Spiel. Hier rennt nämlich irgendwo noch so ein Putzmann durch die Gegend.
Das ist übrigens ein Prozedere, das wir im Spiel öfter machen müssen. Fahrkarte besorgen, Zug aufziehen. Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan, ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Martin und Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Dan, hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate. Tja. Ich würde sagen, diese Storyline ist to be continued. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre. Auch ich habe jetzt viel zu tun, Kate Walker. Ja, und deswegen steht er weiterhin daneben in der Ecke. Hey, ist doch nicht wahr. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Okay, danach Prozedere. Hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valadilen rechtmäßig macht. Perfekt. Danke, Kate Walker. So, eins geschafft. Kommen wir zum nächsten. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Sie klingt leicht genervt. Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Okay. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt drei Stellen in der Garderobe, an denen zwei wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Mhm. Der Teppich klingt so weich, wenn sie da drüber läuft. Das da drauf. Schön, dass er das alles in der Jackentasche drin hat. Ich finde das immer wieder faszinierend. Es fehlen also noch zwei. Okay, die werden wir dann wohl noch finden. Okay, Oscar. Geht's jetzt? Alles in Ordnung, Oscar. Die Lokomotive ist bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Bitte kehren Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Wir fahren ab. Endlich.
So, und an dieser Stelle speichere ich das Spiel, bedanke mich bis hierher, werde gleich meinen Hund erwürgen. Nein, Spaß. Und das Spiel erstmal beenden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Station von Siberia wieder mit an der Partie. Tschüssi.